Wenn du Rüschengarn schon gestrickt hast, wie in unserem anderen Video, dann hast du das Prinzip schon verstanden und dann ist es auch einleuchtend, dass man das genauso gut natürlich häkeln kann. Ich verwende hier eine Häkelnadel Nummer 4,5, das Garn Volant von Mondial, und wir beginnen ganz genauso, indem wir dieses Netzbändchen ein bisschen aufdehnen, um aus dem Rand unsere Maschen zu holen. Also wir haben keinen Arbeitsfaden in dem Sinn, sondern wir holen uns den Faden immer aus dem Rand heraus. Und zu Anfang häkle ich hier eine Luftmaschenkette sozusagen, auch wiederum mit 14 Maschen, so wie ich es beim Strickstück gemacht habe. Das heißt, alle ungefähr 2 cm holst du eine Masche aus dem Rand heraus, um deine Luftmaschen zu bilden. So, ich habe es jetzt ein bisschen schneller gestellt. Und ich häkle sogar eine Wendeluftmasche. Und nach der ersten Reihe geht es weiter nur mit festen Maschen. So, du siehst hier ziemlich deutlich deine Luftmaschen. Und die Technik funktioniert ähnlich wie beim Stricken. Du stichst ein und holst dir wiederum statt deines Arbeitsfadens einen Faden aus dem Rand des Bändchens. Ob du dann nun die obere Seite erwischt oder ob du es einmal verdrehst und die untere Seite erwischt von dem Bändchen, ist ganz egal. Das verzeiht alles und durch die Rüschen bemerkt man das ohnehin nicht. Sehr hübsch sieht das Bändchen gar im Übrigen auch meliert aus. Es gibt es im Shop. Nadelspielshop gibt es auch in Erdfarben und in Grautönen. Und so ein einfaches Häkel- oder Strickmuster ist zum Beispiel toll geeignet, um für ein kleines Mädchen ein Armband zu machen, ein Rüschenarmband. Die Gördis lieben das ganz einfach. Also manchen wird das Häkeln einfach sympathischer sein als das Stricken. Es geht ein bisschen einfacher, finde ich, und der Effekt ist praktisch der gleiche. So. Du siehst an der Innenseite, wenn du schaust, siehst du hier zwei Reihen feste Maschen. Aber du kannst natürlich auch ein ganzes Jäckchen daraus häkeln, wenn du genug Geduld hast. Schaut doch toll aus. Viel Spaß damit!